So, die Fußball-WM in Russland geht in die entscheidende Phase. Die Halbfinalspiele stehen an. Frankreich gegen Belgien. Also als ich Belgien gegen Brasilien gesehen habe, vor allem die zweite Halbzeit, hatte ich schon die Gedanken gehabt, dass ich das Spiel Frankreich gegen Belgien interessant finden würde. Vor allem aus der taktischen Sicht, weil die Franzosen haben aus meiner Sicht noch nicht das ganze Können gezeigt. Ob sie es nicht zeigen mussten oder ob sie es noch nicht ihre Topform erreicht haben, das wird man jetzt im nächsten Spiel sehen. Wir haben auch jetzt zwei Spiele vor sich, so oder so. Und gegen Belgien muss man sehen, also den Belgiern es gelingen wird, taktisch die Franzosen herauszulocken. Weil die Franzosen werden natürlich auf Konter drauf sein, weil sie haben mit Mbappé sehr schnell eine schnelle Rakete. Ja, die, wenn sie zündet, dann ist es schwer zu stoppen. Auch haben sie doch mit Griezmann natürlich einen zweiten Topmann. Ja, der sehr gefährlich ist, der variabel ist, der auch konterstark ist, ja, der auch bei Standards sehr gut spielen kann. Und Belgier haben natürlich ihrerseits mit De Bruyne, mit Lukaku, mit Hazard und vielen auch technisch benannten Spielern auch ihre Spielkarten, die sie auf den Tisch legen werden. Also ihre Trümpfe. Und dann muss man natürlich sehen, welche Raketen sozusagen besser zünden werden, spielerisch gesehen. Und aus meiner Sicht war Frankreich der Favorit von dieser WM. Das bleiben sie auf jeden Fall. Aber Belgien hat gezeigt, dass sie von dem geheimen Favoriten jetzt in dieser Rolle des amtierenden WM-Halbfinalteilnehmers hineingeschlüpft sind. Und da muss man jetzt sehen, wie sie Frankreich herausfordern werden.